Recht herzlich willkommen zur 55. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Gute Frage, ne? Wir waren, glaube ich, hier, haben hier eine Provinz zu unserer gemacht, beziehungsweise natürlich dann eine Kolonie abgegeben. Das läuft, sind rübergewandert nach da, um dann weiter auszubauen. Das haben wir dort gemacht. Ja, was sollten wir weiteres tun? Gute Frage. Wir können das bauen, aber lass uns gerade gucken, haben wir noch einen Kredit wieder aufgenommen, meine ich, ne, oder? Ja, da war ein Kredit wieder mit 307, den wir dann noch irgendwann zurückzahlen müssen. Da sind wir bei 167. Vielleicht sollten wir auf jeden Fall mal das Spiel laufen lassen und gucken, dass wir vielleicht Geld einnehmen. Wir haben natürlich jetzt die Provinzen wieder zwei, das heißt, da wird nicht viel plus sein. Oh doch, 5,31. Oder wird das noch weniger, wenn das hier rot wird? Jetzt die Frage, ob der Kolonist schon da ist. Wird in 20 wieder. Nee, der ist noch nicht da, aber hier ist er schon da, naja. Aber hier passiert noch nichts, oder wie? Nee, da haben wir gar keinen drin. Wir haben nur Truppen rübergeschoben. So sieht's aus. Ja, das ist jetzt die Frage, was wir da machen. Das gehört Norwegen? Kaum zu glauben, oder? Ja, müssen wir mal schauen. Hier oben kommt der Kolonist jetzt in 16 Tagen an. Dann wird unser Geld nochmal runtergehen, denke ich. 5,21. So, gerade abwarten. So, jetzt ist er da. Jetzt ist es auch, und da sind, obwohl, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, sind nur 2 Taler runtergegangen. Gut, was haben wir hier? Rekrutierungsmeister Quinn Markan Sinonay ist gestorben. Okay, kann man nicht ändern. Wie sieht's denn hier so aus? Ach so, hier müssen wir erstmal, okay, da kommt bald das nächste hier, das machen wir dann auch. Das ist auch wichtig, 10, 14, 10, ja, dann sind wir schon hier bei 11. Konnten wir ja schon was aussuchen? Nee, ne, das geht noch nicht, das ist ja erst noch weit entfernt. Wir haben ja gerade erst dieses ausgesucht, ne? Da geht's um Bürokratie, Steuernahmen global 10, okay, und das 420 und wir haben 212. Okay. Ja, das war Diplomatie, ne, administrative. Standmodifikator abgelaufen. Okay. Und Standmodifikator nochmal abgelaufen. Und eingeborener Aufstand? Oh nein. Oh ja, wir haben einen Grund. Wunderbar. Gibt es hier noch ein Land? Ne, das ist dann alles Ödland. Ja, wie ist das mit denen hier? Passiert da was? Passiert da nichts? Gute Frage, ne? Wir haben eine Einheit da. Das sieht jetzt nicht gerade nach viel aus. Das ist die Frage, wie viel hier an Geld reinkommt. Ich denke, zu wenig für die, ne? Ja, da können wir das machen, das wollen wir aber gar nicht. Umkämpfte Nachfolge. Beraterplatz ist frei, ist auch klar. Ja, das Darlehen wird bald fällig. Quartiermeister Artus Essex. Noch einer weniger. Gut, wir haben hier 40 Armeen, wir haben hier Schiffe. Haben wir da noch welche im Bau eigentlich? Ne, ich glaube nicht, ne? Sonst werden hier Klammern. Ja. Flotte könnte besser sein, ne? Wenn wir da jetzt was bauen, kostet uns das viel Geld, ne? Was kostet uns ein Schiff? 12. Ne, wir bezahlen erst das Darlehen ab, weil dann wird das definitiv besser mit dem Zinsen. Geld ist ein Zeichen des Adels, 109 und Stabilität. Ne, dann nehme ich das Geld hier natürlich. Handelsschutz, Kriegsgrund gegen Werden, okay. So, jetzt können wir nämlich auch den Dingens gleich... Oh, warte mal. Sie berichten von Ereignissen, die... pragmatischen Sanktionen. Okay. Na, können wir auch nichts dran ändern. Gut, können wir weiterlaufen lassen, können aber definitiv jetzt, glaube, den Kredit abbezahlen, ne? Weil die 109 Dollar oder wie viel das auch immer waren, müssten jetzt reichen, um den Kredit abzutilgen. Genau. Das machen wir natürlich auch. Warte mal, das machen wir gerade einmal abbrechen, weil ich will gerne noch wissen. 2,83.
Tilgen. Okay, und da sieht man 2,83. Ein halber Taler war das, ne? Okay. Das ist 1,70 oder 1,78. Das können wir warten, bis wir das drücken. Das machen wir dann aber auch. Das läuft dann hier. Ja. Können wir mal hier reingucken. Geboren in Inverness, Armee, Moral hat der. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Kostet uns aber 2 monatlich. Wow. Das ist nicht wenig. Aha, Bretagne erledigt. Staatsmann gestorben. Gehen wir zurück. Was können wir denn hier so noch machen? Zölle global plus 10, Beziehungen verbessern plus 20 und Spionage, Netzwerkaufbau. Wenn, dann wäre das unterste schon interessant, 10% mehr Zölle zu haben. Kriegsgrund gegen Lübeck. Und hier oben Prestige mehr, Inflationsreduktion und Kostenstabilität, ja. Können wir nur das untere machen. Also wenn, dann wäre nur er hier interessant, aber 2 ist viel Geld. Allerdings sind unsere Schulden ja weg, ne? Ich glaube, den nehmen wir dabei. Okay, was ist das jetzt vorwärts? Eine feindselige Publikation. Okay. Hier würden wir überall Unruhen verlieren und hier Unruhen gewinnen. Na super. Lokale Missionsstärke. Und hier Institutionsverarbeitung. Verbreitung. Okay, das ist natürlich dann auch so ein Ding, was wieder das nächste ist, aber Aufstände können wir nicht leisten, ne? Also, das ist jetzt eher nebenan hier. 31, 2. Ja, komm, zack, machen wir mal. Weil bringt es ja auch hier einen mehr zu haben im Endeffekt, um hier schneller voranzuschreiten. Und wie man sieht, ist da gerade auch einer wieder fertig. 815 machen wir natürlich, ne? Batterie-Fernkampf plus 0,5, Infanterie-Nahkampf plus 0,2 ermöglicht. Waffenmanufaktur, okay. Aha. Ja. Ja, und da müssten wir eigentlich zusehen, dass wir unser Land auch mal ein bisschen ausbauen, ne? Das ist auch noch so ein Ding, was fehlt. Wie sieht's hier aus? Ja, das ist hier aktueller Malus auf Technologiekosten, ne? Plus 50, das ist der Hammer. Ja, das müssten wir auch mal fördern dann. 231 Taler, jetzt haben wir 18. Lass mal weiterlaufen, ne? Aber ich glaube, wir machen mal hier auf jeden Fall ein Schiff gerade mehr. Das wollten wir auf jeden Fall machen. So. So, wie sieht es überseemäßig aus? Da sind schon, wie viele Leute? 200, super. Geht natürlich flott, ne? Ja. Haben wir hier eigentlich noch Ansprüche drauf? Nö, die Ansprüche haben wir schon verloren. Dann kriegen wir die auch gar nicht wieder wahrscheinlich, weil das übers Meer ist und zu weit weg. Da gibt es auch keinen Anspruch drauf. Kann man die noch? Machen wir mal. Wie ist denn so die Meinung von den Rivalen, ne? Ja, kann man jetzt nicht nachgucken, weil der letzte ist jetzt unterwegs, ne? Die Beziehung zu den Dingens, Schweden, müssen wir die denn aufrechterhalten? Nimm mal weg.
gut ist denn hier der? Ne, das lassen wir mal alle schön. Ja, das lassen wir so, wie es ist. Was haben wir denn hier noch? Um 5. Nachfolge und... Ja, wir haben freien Beraterplatz, das wissen wir wohl. Gut, das ist klar. Der kostet uns ein bisschen was. Ja, das... Armeeorganisator Jeremy Sonnerset. Tortillas, der Vertrag, okay. Ach so, hier sind wir nicht bei uns, sondern bei jemand anders. Jetzt sind wir bei uns. Was ist das? Ne, wir wollen keinen Untertan erstellen. Wow, ein Ruf zu den Waffen von den Schweden aus jetzt. Norwegen, dies ist ein Angriffskrieg. Norwegen ist alliiert mit Provence, Böhmen und Utrecht. Akzeptieren wir, ne? Und das bedeutet, wir marschieren hier gleich drüben ein, weil wir hier können. Die standen sowieso da so rum und haben nichts zu tun gehabt. Gut, dann ist da schon mal was geklärt. Hier können wir danach hin marschieren. Ja, das läuft, ne? So, da haben wir Böhmen noch. Die sind natürlich hier. Und wer war denn noch dabei? Utrecht. Provence ist hier unten. Ist ja auch nicht mehr viel, glaube ich. Und Utrecht ist hier. Ja, und die Schweden sind hier oben. Wen haben wir denn hier so nebenan sitzen? Ach, das ist Litauen. Riga. Ja, die werden da das machen wollen. Wen haben wir denn hier? Lübeck. Die sind schon wieder von Dingens besetzt hier, von Bauern. Ja. Kriegen tun wir am Ende sowieso nichts, ne? Aber wir haben unseren Dingens erfüllt dann. Lass mal weiterlaufen. Unseren Auftrag erfüllt. Dann machen wir mal 15 davon. Die teilen wir mal auf. Zehn. 1, 2, 3. Und 1, 2. Machen wir da 5 und dann nehmen wir nochmal wieder welche weg. Jetzt haben wir jetzt 8. Einen noch zu viel. Gut. Die wählen wir aus. Okay. Und die schicken wir aufs Schiff. Aber die schicken wir erstmal hier runter. Und die Schiffe schicken wir dahin. So. Friesland. Utrecht, eine Einheit. Ab aufs Schiff mit denen. So, wohin damit? Das ist die Frage, ne? Hier oben? Ne, oder nach Utrecht? Ja, komm, zack. Oh, da ist eine Flotte der Schweden mit so viel. Okay. Stabilität. Prestige. Prestige ist viel wichtiger. Okay, Österreich ist wieder Kaiser. Naja, was da in Zentralafrika los so ist, ne? Wer ist denn das? Friesland. Okay.
Gehen wir da rein, oder? Ich habe aber keinen blassen Schimmer, ob da wer ist oder nicht. Oh, ich glaube, da ist Utrecht. Ne, das ist Lübeck. Gut, dann sind wir da dran, ne, bei Utrecht. Ich sehe von denen überhaupt... Ah, da sind sie, oder? Da waren sie. Konnte man ganz kurz sehen, ne? Da sind Truppen. Und wo marschieren die hin? Keine Ahnung. Böhmen, Utrecht, oh. Das waren ein paar mehr, ne? 37 oder was stand da gerade? Und wer ist das? Litauen. Okay, da ist richtig der Bär los hier. Die hauen ab. Haben die verloren? Könnte sein, ne? Okay. Okay. Chefspion gestorben. Wer ist das? Polen. Oh, was machen die Polen jetzt hier? Also die Utrechter haben richtig die A-Karte, ne? Okay, warte mal, dann machen wir mal gerade eine Pause, das will ich mir genau angucken. Baumwollindustrie. Gildenprivilegien verteidigt. Steuerannahme lokal plus 15. Hier ist Unruhe. Ne, das können wir uns dann schon gar nicht leisten, ne? Ja, zack. Das ist Utrecht mit einer Einheit. Ja, hier oben war auch noch... Ne, das ist Vreden. Okay, das, ich dachte, das wäre auch Utrecht gewesen. Bremer Schlüssel läuft da lang. Okay. Und wir haben hier einen Kriegsstand von 41%. Krass. Ja. Wir müssen jetzt hier das nur knacken. Das sieht aber schwer aus. Okay, wie sieht es hier überhaupt mit Norwegen aus? Haben wir die schon... Ja, die haben wir schon längst... gekriegt, ne? Warte mal, hier war noch was. Dann gehen wir... Oh, hier unten haben die sich ganz schön ausgebreitet, oder? Utrecht hat... Geldere besetzt, okay. Das heißt, hier müsste gerade wieder freigeschaufelt, ne? Kann das sein? Wenn die das freigeschaufelt haben, dann sind wir jetzt gleich... dran, ne? So ist es. Da verlieren wir unsere Einheiten. Und... 15 Leute weg, oder wie ist das? Mhm. Kostenstabilität minus 5, Missionsstärke plus 1, Toleranz war glaube ich ein Transhetiker, Papsteinfluss und das andere, Prestige, viel wichtiger. Okay. Unser Agent wurde entdeckt. Ja, hat wohl nichts geklappt, ne? Anspruch fingieren, doch geht. Amor, zack. Okay. 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 Wieder kommen mehrere. Mestra dann. Okay. Okay. Gut. Und das können wir dann beenden. Weil das funktioniert ja nicht, ne? Ist klar. So. Wir haben hier leider keine Truppen mehr. Unsere Schiffe machen da noch was. Kriegsstand ist 68. 15 Leute verloren. Okay. Okay, wir haben 2 Prestige dazu gekriegt, oder wie sehe ich das? Nee, wird das sogar noch aufgeteilt.
Gut, dann Schiffe dahin. Jo. Ach so, wir haben noch einen Krieg oder was? Ach so, das war nur ein Teilgeständnis mit Utrecht. Alles klar. Der Rest läuft noch. Gut. Utrecht ist nur raus. Böhmen ist noch drin. Und Norwegen wahrscheinlich dann auch. Haben wir das hier schon eingenommen? Jupp. Ah. Schweden schloss Frieden mit dem neuen Böhmen. Okay, wohl auf. Ach, da hätte ich jetzt noch gucken können, was Sache ist. Und der Rest ist jetzt hier nur noch, ne? Oh, guck mal an, die haben ja drei Einheiten, ne? Das ist ja krass. Der hätte jetzt nicht mitgerechnet, dass die da noch nachlegen. Okay. Ich habe gedacht, eine Einheit und dann ist Sabbat. Aber da die schon drei haben, muss es denen wirtschaftlich gar nicht so schlecht dahin gehen, ne? Gut, hier haben wir jetzt 15 Leute noch verloren. Okay, da ist was schiefgelaufen dann. Okay. Acht, 16. Oh, da müssen wir das Oberrohr definitiv nehmen. Und da, wo haben wir das verloren? Und das war hier. Da haben wir eine Schlacht verloren. Hm, das ist ja doof. Wo sind die drei hin? Oh, die hauen noch nach da ab. Dann gehen wir schnell da hinterher. Kommen die da auch nach? Machen die was? Ja. Dann bitte die schnell auch noch dahin. Dann kriegen wir das vielleicht noch hin. Mal 5 ist zu wenig. Da kommt noch eine Einheit von denen zur Hilfe, hoffentlich. Komm, 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 Mann. Oh, verloren. Zu spät. Ah, die sind weg. Und die sind auch weg. Das war nix. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Okay. Okay. Aha. Gut. Dann lass uns mal schnell hier noch was machen. Und da auch nochmal. Ach, keine Diplomatie. Truppen. Die verbinden wir. Und stellen die nach Avalon rein, oder? Und hoffen, dass dann hier was passiert. Hier sind wir jetzt natürlich wehrlos. Was ist das für ein Ding? Ein Bündnisangebot von Brabant. Brabant? Wo waren die denn hier? Hier irgendwo, ne, oder? Lüttich? Brabant. Puh. Schwieriges Ding, ne? Verbündet mit Frankreich, Pommern und Trier. Okay. Das ist ja mal gar nicht so verkehrt eigentlich, ne? Lübeck, Bremen, Braunschweig, Pfalz und Kleve. Hm. Okay.
Lübeck, Bremen, Braunschweig und Kleve, ne? Oder was wäre das? Die sind hier. Nee. Wo ist denn Kleve geblieben? Da? Hannover? Da ist Kleve geblieben, okay. Würde ich jetzt akzeptieren, weil die... Frankreich, Pommern und Trier. Ja, schwierig, ne? Utrecht hat er, ne, Lüttich hat er. Werden wir natürlich in Kriege reingezogen, wahrscheinlich, ne? Ablehnen bringt es uns nicht wirklich, ne? Gut, wo waren wir stehen geblieben? Hier drüben bei Avalon. Um dass wir da mehr Truppen kriegen. Lassen wir mal laufen. Da ist schon eine Einheit. Schick die schnell rüber. Kurier wählt Benedikt sonst wen zum allerwertesten. Oh, jetzt würde ich mal sagen, haben wir hier einige Dinge zu erledigen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Diese ist nämlich ganz schön lang schon geworden, sehe ich gerade. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.